Ich begrüße euch zu einem kleinen Wochenendorakel. Und zwar für das Wochenende 27. und 28. Mai. Ja, Sonntag haben wir Pfingsten und können uns da auch noch auf einen freien Montag freuen. Und das Ganze heute wird sich so gestalten, es gibt eine Überschriftskarte aus dem Krafttierkartendeck von Stephen D. Farmer und eine weitere Karte aus dem Deck Intuitionen von Martin Zoller. Und dann gibt es mal wieder eine Pyramidenlegung mit dem Lennemore-Deck Herzensmagie von Julias Seelenzauber. Ja, da wird es jetzt keinen Zeitstempel geben, weil es eigentlich gleich in die Deutung geht. Natürlich noch der Hinweis, allgemeine Legung, wie immer. Und das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es nicht zwingend. Und die verwendeten Kartendecks, die ich jetzt genannt habe, aber auch alle, die ich sonst verwende, findet ihr immer hier unter dem Link in der Infobox. Und ansonsten bedanke ich mich noch ganz herzlich bei euch für jeden Daumen hoch, für jeden netten Kommentar und ganz besonders natürlich fürs Aktivieren des Glöckchens, womit ihr bei mir ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt. Den Vorteil habt, immer über neu hochgeladene Legungen gleich informiert zu werden und andererseits mir ein Zeichen eurer Dankbarkeit damit zuteil werden lässt. Das heißt, ich kann dadurch in der YouTube-Community nach oben steigen und das ist dann eure Art der Belohnung für mich. Wobei ich natürlich all diejenigen auch nicht außer Acht lassen möchte, die mir hier des Öfteren auch eine kleine Spende zukommen lassen. Auch darüber freue ich mich natürlich riesig, gar keine Frage. Und jetzt legen wir auch schon los. Die Pyramide beginnt mit dem Turm. Das heißt, hier ist noch etwas im Rückzug oder aber auf dem Weg in einen Umbruch. Wir werden schauen. Wir schauen als erstes hier jetzt erstmal auf das Krafttier und da haben wir den Biber. Mit der Überschrift Produktivität. Geh los und tu es einfach. Ja, manchmal ist es so, dass man vielleicht viel zu lange überlegt und immer wieder so in diese, in diese Unsicherheit verfällt. Soll ich nicht? Also man ist, wie gesagt, so schwankend. Und hier weist dich diese Karte darauf hin, geh hin, und tu es einfach. Nicht nur immer Vor- und Nachteile abwägen. Einfach mal machen. Und die Intuition schickt die wunderschöne Karte Zukunft. Ja, mit anderen Worten, wenn du jetzt einfach hingehst und tust, dann legst du praktisch den Grundstein für deine Zukunft. Und das Büchlein sagt, blicke in deine Zukunft. Lass die Vergangenheit los. Das hatte ich im Laufe dieser Woche schon des Öfteren, den Hinweis, sich wirklich endgültig von der Vergangenheit zu verabschieden. Den Fokus richte nur nach vorne. Alles andere lenkt dich ab. Lass alles geschehen, was auf dich zukommt. Mit anderen Worten, geh hin und tu es einfach. Und damit haben wir eigentlich hier auch den Hinweis, komm raus aus dem Rückzug, komm in den Umbruch, öffne ein neues Lebenskapitel. Du hast die Kraft und die Stärke dazu, ins Machen zu kommen. Du bekommst auch Hilfe aus der Öffentlichkeit, die dich unterstützen, auch im Finanziellen kann es für viele von Vorteil sein, sich mit der Öffentlichkeit zu verbinden
um eventuell finanzielle Unterstützung zu erhalten oder aber für viele, für einige auch der Hinweis, die Öffentlichkeit kann euch auch helfen, emotionale Fülle zu erfahren. Das heißt, Anerkennung zu bekommen, das ist emotionale Fülle. Auch das kann es sein. Auf jeden Fall, egal ob es die emotionale oder die finanzielle Fülle für den einen oder anderen von euch ist, auf jeden Fall geht ihr damit in Glück und Erfolg. Ihr habt hier die höchste Glückskarte im Lenormand, die Sonne. Hier wartet Glück und Erfolg. Das ist eure Zukunft, indem ihr die Vergangenheit hinter euch lasst. Losgehen und einfach tun. Das bringt euch weiter. Nicht immer wieder das Zurückschauen. Was hätte ich, wenn, besser machen können? Was wäre, wenn? Die Frage stellt sich nicht mehr. Es ist Vergangenheit. Schaut nach vorne. Geht in eine neue Zukunft. Für den einen oder anderen mag es sich auch auf Beziehungen beziehen, diese Aussage, dass sich hier neue Türen öffnen, neue Menschen auf dich zukommen. Es wird hier Nachrichten warten auf euch, die aber hier schon auf dem Weg sind. Viele Umwege, Verstrickungen könnt ihr jetzt hinter euch lassen und wirklich euren Sehnsüchten folgen. Ihr könnt nach vorne schauen und alles Negative hinter euch lassen. Schaut weise und schlau in die Zukunft und kommt damit wirklich in die Gesundung. Findet eure Stabilität wieder. Ihr könnt euch völlig neu verwurzeln, indem ihr den Blick in die Zukunft werft. Diese Zukunft bringt euch wieder in die Ruhe, in die Harmonie. Auch im familiären Bereich ordnet sich alles wieder zum Positiven. Die Wolken werden sich lüften. Ihr kommt in die Klarheit. Und ihr seid in der Lage, hier einen Lebenszyklus zu beenden, indem ihr die Vergangenheit hinter euch lasst, wirklich nach vorne schaut. Der neue Lebenszyklus, der hier wartet, der fordert im Grunde genommen euch auf, Kummer und Sorgen hinter euch zu lassen. Auch das gehört der Vergangenheit an. Wählt neue Wege. Wählt neue Wege, die euch in diese Zukunft, die hier auf euch wartet, bringt. Folgt jetzt euren Sehnsüchten. Macht euch auf den Weg. Schaut nach vorne und erkennt, dass ihr genau auf dem richtigen Weg seid und dass hier Klarheit und Wunscherfüllung auf euch warten. Es ist eine Zeit, die euch alles bereithält. Gespräche können euch unterstützen, schnell zu Plänen, zu neuen Ideen zu finden, in die Ernte zu gehen. Hier warten Neuanfänge mit dem Kind, Neuanfänge, die euch ermöglichen, anzukommen. Anzukommen, zu sagen mit dem Anker, ich habe jetzt meinen Hafen, mein Ziel erreicht. Das ist jetzt eure Möglichkeit. Auch bei vielen von euch mag es sich auf den Herzensbereich beziehen. Das kann der Herzensbereich auf Liebe, auf Partnerschaft sein. Es kann aber auch auf Herzenswünsche hindeuten. Das müsst ihr wieder zuordnen. Auf jeden Fall habt ihr die Chance für diesen Neuanfang und es dreht sich wirklich um euch als Fragesteller. Es betrifft unmittelbar euch als Fragesteller, das Gesagte, was hier auf euch wartet. Wenn ihr in der Lage seid, Vergangenheit wirklich hinter euch zu lassen, losgehen und machen und damit in die Zukunft kommen.
diesen Umbruch, aus dem Rückzug rausgehen, in den Umbruch gehen und damit wirklich Blockaden und Hindernisse wirklich endgültig hinter euch zu lassen. Und dann warten auf euch Einladungen, Geschenke. Es entwickelt sich alles zum Positiven. Der Rückzug eröffnet ein neues Lebenskapitel. Menschen in der Öffentlichkeit helfen euch raus aus Verstrickungen, aus dunklen Wolken, also aus Pessimismus, aus Unsicherheit. Gespräche werden euch weiterbringen, die euch aus den Blockaden und Hindernissen raushelfen. Ihr kommt in die Klarheit, in die Wunscherfüllung und ihr findet wieder Ruhe und Frieden, auch innerhalb der Familie. Schnell ist etwas unterwegs, was euch zu Glück und Erfolg verhilft und euch in eure Kraft zurückbringt. Vertraut darauf, dass ihr aus dem Rückzug jetzt wirklich in die emotionale oder auch finanzielle Fülle finden könnt, dass sich neue Türen öffnen, dass gute Nachrichten auf dem Weg sind. Geht schlau voran, kommt in die Stabilität, in die Verwurzelung und öffnet damit einen neuen Lebenszyklus. Kommt raus, lasst einen alten Lebenszyklus hinter euch, lasst Kummer und Sorgen hinter euch, entscheidet euch für neue Wege, die euch an euer Ziel bringen und euch zu einem wunderbaren Neuanfang verhelfen können und auch verhelfen werden. Eine fantastische Aussage fürs Wochenende. Ich denke, da kann man voller Freude reinschauen. Und der Segen der Engel, der schickt euch noch die wundervolle Karte. Engel der Achtsamkeit. Gehe achtsam deinen Weg und vertraue darauf, dass alles seine Zeit hat. Passender kann das für diese Legung eigentlich nicht sein. Achtsam vorangehen, aber darauf vertrauen, dass du in eine wunderbare Zukunft kommen kannst, wenn du gehst und gleich tust und nicht in der Vergangenheit verharrst oder dir immer wieder die Vergangenheit vorholst. Schau nach vorne. Geh in die Zukunft. Ich wünsche uns allen ein fantastisches Wochenende, wunderschöne Pfingsttage mit hoffentlich viel Sonne und Freude. Und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder an meiner Seite seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.